Ey, komm, ich möchte mit... Oh, Junge, hitte mich besser. Holy shit, Junge. Oh mein Gott, so intens. Oh, ja. Bitte, bitte töte mich. Jo, ja, Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Survival Games. Hey, guckt euch mal meinen neuen coolen Skin an, nicht? Wir spielen mal wieder auf der Map Emporium, meine eigentlich so mit Lieblingsmap, weil die irgendwie nicht so oft raufkommt und deswegen mag ich die, weil die halt nicht so oft rankommt und dann, ich kenne mich da aus und keine Ahnung, finde ich immer cool, wenn die Maps nicht allzu oft rankommen, dann ist der Hype darum nicht so weg, beziehungsweise, ja, ich spiele sehr gerne und yo. Something MLG, keiner Name. So, ich möchte mich gleich nochmal ganz kurz für etwas äußern, was ich saukorrekt fand von euch. Und, dann habe ich zwei Fragen für euch vorbereitet. Die habe ich mir schon aufgeschrieben und so weiter. Von Twitter unter dem Hashtag Frag-Minus, unter dem übrigens mir immer noch Fragen stellen könnt. Also einfach, falls ihr eine Frage habt, auf Twitter Hashtag Frag-Minus, also ein Hashtag und dann Frag-Minus. Und dann dahinter die Frage. Und da haben wir schon mal den ersten mit irgendeinem Typen gekillt. Achso, habe ich direkt, achso, die lenken ja alle ein bisschen rum. Hab ich direkt irgendwie so First Kill oder so was gemacht, keine Ahnung. Achievement halt so. Dich auch noch. Vielen Dank. So, dann laufe ich mal ganz kurz meine Route, nachdem ich den noch geklatscht habe. Danke. Die haben auf jeden Fall alle, die laggen hier auf jeden Fall alle gar nichts. So. Dann können wir noch den nächsten. Wundervoll. So, und wen haben wir denn da noch? Okay, unter uns. Da möchte ich jetzt aber nicht unbedingt hin. So. Wo ist meine Route? Da, es geht lang. So, gut. Ich möchte mich vorab ganz kurz für etwas bedanken, was mich mega geflasht hat, und zwar gestern das Video, ja, das hat, glaube ich, so 2500 Aufrufe oder sowas, was mich schon mal mega geflasht hat, weil das Ender Games kommt sonst nicht so gut an, weil es einfach nicht so oft geguckt wird oder sowas, keine Ahnung, ist halt von Anfang an jetzt nicht so, sicherlich, wenn ich nur Ender Games mache auf meinem Kanal, dann kommt es halt auch gut an, weil dann viele Leute wegen Ender Games abonniert haben, ja, auf jeden Fall fand ich schon mal cool, dass ich da so eine Menschenmasse getroffen hat, sich dafür interessiert, und jetzt kommt aber das Einzige, eigentlich, was ich aussagen möchte, und zwar, wir hatten über 600 Likes, fast 650 Likes auf diesem Video. Und wenn ich jetzt mal überlege, 2500, 600, das ist mehr als jeder Fünfter, der eine positive Bewertung allein gegeben hat. Der Dislike-Bot da wieder da, das heißt, irgendwie ja, gibt halt wieder 50 Dislikes oder sowas. Finde ich, wie gesagt, nicht schlimm. Das heißt trotzdem, dass so mega Aktivität unter diesem Video geherrscht hat, was mir einfach sau geflasht hat. Weil wenn ihr euch jetzt mal überlegt, Alter, jeder Fünfter, das ist so unnormal. Vielen Dank dafür, hatte ich wirklich noch nie. Das hat mich mega geflasht, mega gefreut. Wollte ich einfach nur mal gesagt haben. Also vielen Dank dafür. Super coole Aktion von euch. Da habt ihr mich echt motiviert. So, ich habe ja gesagt, ich habe zwei Fragen und die werde ich jetzt auch mal beantworten. Das sind ein bisschen Fragen, die ich mir rausgesucht habe, weil ich über die ein bisschen mehr sprechen kann, sondern mehr reden kann, meine Meinung einbringen kann und so weiter. Und das beginne ich jetzt einfach mal mit der ersten Frage von Oleg Syndrom. Und zwar, er fragt, @-dude, Hashtag frag minus, machst du mal richtige Vlogs? Alter, was ist das für eine Stimme, okay? Richtige Vlogs, in Form eines Vlogs, zum Beispiel jetzt sowas wie Dena oder Ungemachen, ja, irgendwie so Sachen aus ihrem Leben filmen, denke ich mal, ist damit gemeint. Mit richtige Vlogs, halt wegen richtige Vlogs, das ist betont. Ja, auf jeden Fall denke ich eher nicht. Ich bin nämlich 14 Jahre alt, habe genug andere Sachen zu tun, weiß nicht, ich mache schon YouTube, da kann ich, glaube ich, jetzt nicht immer noch Real-Life-Videos schneiden und so weiter, und ich mag das besonders auch gar nicht, wow, diese Deutschkritz mal wieder, ich möchte das auf jeden Fall auch gar nicht, irgendwie jetzt euch mein ganzes Leben zu zeigen, es gibt immer noch so private Sachen im Leben und so weiter, und besonders als 14-Jähriger, sage ich einfach mal, komm, bevor ich da irgendwas zu viel zeige oder sowas, was zu doll in die Privatsphäre oder sowas eindringt, mache ich es einfach gar nicht. Besonders auch, weil später gucken sicherlich Arbeitsgeber, gibt es immer welche, die dann gucken, so, hey, der hat ein Facebook-Profil, lass mal checken, was der für Profilbilder hat, was der irgendwie auf, was da verlinkt ist, ob der auf irgendeiner Feier war, die, keine Ahnung, ihr wisst schon Bescheid, ja. Gibt immer kuriose Leute, die einen stalken, wenn sie irgendwie, ja, einfach nur, beziehungsweise nicht stalken, sondern einfach gucken, was man so macht und so weiter. Und da möchte ich jetzt nicht unbedingt im Internet auftauchen und sagen, hey, kommt irgend so ein Typ an, hey, ich nehme dich nicht an, weil du hast einen Burger in deinem Video gegessen und ich bin Veganer und hey, nee, das finde ich nicht so cool. Jetzt Extrembeispiel wird niemals passieren, aber sowas, sowas in der Art halt. Ihr wisst schon, was ich meine. meine Stimme ist ein bisschen weg, weil ich schon tausende Aufnahmenversuche habe, mein Hals eh ein bisschen wehtut, aber naja. So, ey, du hast kein Schwert, das ist doch perfekt, dann können wir dich doch einfach so klatschen, weil ich hätte gerne deine Rüstung.
Okay, du hast aber einen Bogen. Ja, perfekt. Ich habe nämlich sehr viele Pfeile. Dann hätte ich auch gerne noch deinen Bogen und deine restlichen Pfeile. So, jetzt bist du erstmal tot. Danke. Oh, er hatte doch ein Schwert. Warum hat er das nicht früher gezückt? Hätte er mich locker geklatscht. So, ja. Also würde ich das wahrscheinlich nicht teilen würden, aber bitte dranbleiben, denn es kommt gleich noch etwas sehr Wichtiges. So etwas Ähnliches. Gott, von wo kamen die Sounds gerade? Und wo ist besonders die Rose? Hier ist sie. Okay, also. Wo waren die Sounds? Keine Ahnung, ist creepy. Und zwar, ja, es wird, wie gesagt, so Real-Life-Vlogs erstmal nicht geben, sondern es ist einfach so, zum Beispiel Simon Unge oder Dena Felix von der Laden. das sind Leute, die haben jetzt keinen Vorgesetzten. Also sie können machen, was sie wollen, können filmen, was sie wollen, solange irgendwelche Sachen zensiert sind, die nicht auf YouTube so gehören. Ihr wisst schon Bescheid, so. Ja, auf jeden Fall. Ja, die können, die wissen halt, die sind über 18 und so weiter, haben da jetzt keine großen Sorgen, denke ich mal. Und deswegen, ja, müsst ihr verstehen, dass ich sowas nicht machen möchte. Keine Ahnung. Ich mach das einfach nicht. So. Besonders, weil ich, wie gesagt, auch so gar keine Lust hätte, sowas zu machen, weil nicht jeden sowas angeht, was ich so mache und so weiter. Jetzt nicht, dass ich irgendwas Illegales in meiner Freizeit mache, sondern einfach muss nicht jeder wissen, was jeder macht und so weiter. Ihr wisst Bescheid. So. So, jetzt kommt aber nochmal das, was ich unbedingt dazu sagen wollte, warum ich gesagt habe, bitte dranbleiben. Und zwar, es werden auf jeden Fall so Sachen kommen wie, wenn ich mir etwas neu kaufe, zum Beispiel eine Grafikkarte, ein neues Gehäuse, einen neuen Monitor, eine neue Softbox, eine neue Maus, eine neue Tastatur, wenn ich irgendwas zugeschickt bekommen sollte oder sowas. Das werde ich alles mit euch auspacken, ein bisschen gucken und so weiter, es vorstellen, keine Ahnung. Es wird außerdem sicherlich noch eine Schreibtischtour kommen, das hatte ich ja mal versprochen, beziehungsweise eine Computertour. Könnt ihr mal auch in die Kommentare schreiben, ob ihr interessiert an einer, ob ihr interessiert seid an einer Roomtour oder an einer Computertischtour oder so, beziehungsweise halt, ja, Schreibtischtour. Naja, aber ich denke mal, da wird eh jeder interessiert sein, weil sobald es irgendwie mal im Real Life, ja, keine Ahnung. Ich gucke mir auch gerne von YouTubern, die ich jetzt so gucke, irgendwelche Roomtouren oder sowas an, finde ich immer interessant. Deswegen denke ich mal, dass ihr sowas auch interessant finden könntet. Ja, wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und ja, also wie gesagt, sowas wird in Form von Real Life Videos kommen, wo ich jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit meine Fratze zeigen muss, sondern einfach so ein bisschen Produkte zeige oder sowas, ohne jetzt Product Placement da drin zu haben, sondern einfach gechillt irgendwas auspacken. Ihr wisst schon Bescheid. So, ja, das würde ich sagen, haben wir diese Frage ausgiebig beantwortet. Wir switchen zur nächsten Frage. Wie viele leben eigentlich noch? 5 Leute. Okay, die haben auf jeden Fall krasse Namen, ein paar von denen. Ich glaube, da können wir gar nicht gewinnen. Keine Ahnung. So, ich bin Bibinator übrigens. Nicht wundern. So, ja, die nächste Frage kommt von Mirado, das ist doch schon die letzte. Und zwar, sie fragt, ich glaube, es ist ein Mädchen, auch es ist ein Mädchen. Was sagst du zu diesem ganzen YouTube-Fernsehding? Dafür oder dagegen? Hashtag Fragminus. So bitte Fragen stellen, falls ihr irgendwelche Fragen stellen wollt. So, perfekt. Ja, also so, falls ihr immer Fragen stellen wollt, einfach so stellen, wie ihr das eben im Video eingeblendet gesehen habt. So. Also, ich find's cool, YouTube-Fernsehding. Ich find's sehr cool, besonders auch, weil es ist einfach so, dass YouTuber immer mehr so zum Fernsehen, keine Ahnung, es ist einfach, dass sich die anderen Medien auch sehr für YouTube interessieren. Das merkt man einfach. Klar, es wird sich viel darüber lustig gemacht, zum Beispiel jetzt von Jan Böhmermann sowas, da muss man auch nicht alles allzu ernst nehmen. Ja, auf jeden Fall provoziert und so weiter, ihr wisst schon Bescheid, aber ich find's sehr cool. Ich find, ich find's halt sehr cool, aber ich guck's mir nicht an. Also, ich guck mir jetzt zum Beispiel keine Stock Crash Card Challenge, ich glaube, das war Dena damals, im Fernsehen an, weil es mich so auch nicht interessiert. Ich gucke sonst auch keine Autos an, die sich irgendwie im Schlamm da rumwühlen. Und nur weil da jetzt Dena dabei ist, gucke ich das jetzt nicht. Oder irgendwie vorgestern war irgend so eine komische Game-WM oder sowas. Ich weiß nicht, da waren Saraza, Dena, Mrs. Vlog oder sowas. Erfährt man auf Twitter, wenn man da aktiv ist. Ja, auf jeden Fall. Das gucke ich jetzt auch nicht, weil ich sonst auch nicht weiß, was das ist und jetzt nur durch die weiß, was das ist, oder ich weiß es immer noch nicht, ich weiß nur, dass es das gab, ohne den Zusammenhang zu wissen. Oh, ist schon Deathmatch, okay, ich hoffe mal, ich muss jetzt gegen kein Team spielen. Jo, auf jeden Fall lasse ich mich da jetzt nicht von sowas beeinflussen, aber ich finde es sehr cool, dass so viele YouTuber auch im Fernsehen sind. Man merkt auch im Prinzip schon, finde ich, auf YouTube, wie sich YouTube entwickelt, wie professionell so ein paar YouTuber geworden sind und, ja, also ich finde es auf jeden Fall cool, dass da so viel drin ist. Okay, ist schon mal kein Team. Der ist auch nicht so gut ausgerüstet, sehr gut. Ja, ich würde sagen, ich habe die 2 Fragen eigentlich relativ gut beantwortet. Okay. Oh Gott, was war das denn gerade? Auf jeden Fall kein Lag. So, du wirst auch mal schön geklatscht. Danke. So, ich habe mehr Pfeile. Du kannst gerne machen.
So. No homo. So, ich habe so einen geilen Effekt hier drin. Alter, ich kann so gut Bogen schießen, besonders weil es auch gerade so gar nicht laggt. Der hat eine gute Connection, muss ich sagen. Kann ich ihn vielleicht so ein paar geile Hits reindrücken. Einfach weil er eine geile Connection hat. So. Ja, jetzt haben wir ihn sehr schön. Danke. Was haben wir denn? Alter. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Cool. 47 Pfeile auf. Ja, hier läuft auf jeden Fall. Auf, wie heißt denn hier? Emporium. Ey, komm, dich möchte ich mit. Oh, Junge, hitte mich besser. Holy shit, Junge. Oh mein Gott, so intense. Oh, ja. Bitte, bitte töte mich. Boah, Junge, der kam gar nicht auf Leben. Klar, der Ding bestimmt LSD oder so. Keine Ahnung, was war mit ihm los? Jörr. Bibinator, nop. Stimmt. GG. So, da sieht man coole Leute und, Highflyer so. Das war's mit der Runde. Minecraft Survival Game. Schreibt mir auch gerne eure, Meinung dazu in die Kommentare zu den Fragen, die ich beantwortet habe, bearbeitet habe. Und yo, das lösen wir noch ein. Rrr. 37 Tokens, geil. Yo, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und tschüss.